Goldman Sachs, ein Name, den man im Finanzwesen eigentlich kennt. Und die haben eine Schlagzeile produziert, denn Ripple XRP sollte in Zukunft sehr viel Einfluss auf den internationalen Zahlungsverkehr haben. Das ist natürlich eine Aussage, die wir uns ganz genau anschauen. Und Bitcoin hat das neue Jahreshoch. Also unbedingt dranbleiben. Wir sehen uns gleich wieder. Hallo und herzlich willkommen bei den Blockchain-Planern. Ja, ich bin der Martin und darf euch natürlich auch mehrmals in der Woche im Bereich Kryptowährung, Digitalisierung und auch unser neues Thema Startups informieren. Und eines weiß ich ganz sicher, mit unserer Blockchain-Brothers-Tasse schmeckt der Kaffee einfach besser. Und deshalb wird am Ende der Sendung auch der Gewinner von den letzten Sendungen bekannt gegeben. Und die Aufgabe heißt es auch jetzt für dich, einfach drunter kommentieren. Und ihr kennt ja den Schmäh, wenn es so schön heißt, einmal Herzerl aktivieren und auch ein Abo-Kanal abonnieren, dann bist du immer bestens informiert, wenn es um das wichtigste Thema Kryptowährung, Digitalisierung und Startups geht. Ja, was war denn jetzt los? Ja, einige gute Nachrichten habe ich, denn endlich haben wir ein neues Jahreshoch, also nicht ein Allzeithoch, sondern 2022 gab es noch nie einen Bitcoin über 48.000 Dollar und das macht natürlich richtig Spaß, denn gestern konnte ja diese Zahl überschreiten und ja, es macht eigentlich generell Spaß, wenn der Kryptomarkt sich über 2 Billionen Dollar bewegt, dann heißt es immer, Altcoins oder Bitcoin hat hier etwas Neues erledigt. Und ja, es ist hier wirklich bekannt, 47.523 haben wir heute am Tacho, 30.03., 8 Uhr in der Früh. Und ja, die letzten 7 Tage konnte Bitcoin 13% zulegen, aber Ethereum konnte das nochmal toppen auf 15%. Also er ist jetzt Richtung 3.500 Dollar unterwegs, unser Ethereum. Binance Coin konnte hier wirklich 100 Dollar gut machen. Vergangene 2 Wochen gab es hier den Binance Coin für 330, 340 Dollar. Und aktuell stehen wir hier bei 434 Dollar. Den sollte man sich ganz genau anschauen. Und unser XRP, auch hier konnte hier 86 Dollar zeichnen. Alles völlig unterbewertet, wenn ihr mich fragt. 86 Dollar für XRP, kein Wunder, dass hier Goldman Sachs, einer der großen auf der Welt, einer der großen Mitspieler, der großen Player am Finanzmarkt, und wenn der was sagt, dann sollte man besser zuhören, ähnlich wie Warren Buffett, den kennt man ja, der große Aktionär, der die teuerste Aktie besitzt, und wenn die Jungs hier etwas auf den Markt bringen, ähnlich wie die Rothschilds, Warren Buffett oder Goldman Sachs, das sind hier große Stimmen im Finanzwesen, und wenn der sagt, Goldman Sachs sieht Ripple als Chance für den internationalen Zahlungsverkehr, dann sollten vielleicht bei dem einen oder anderen die Glocken läuten und nicht nur die Skeptiker hervorrufen, sondern auch die Befürworter, denn natürlich warten wir auf das Urteil und es wird auch heuer ganz, ganz sicher passieren. Einige munkeln sogar mit April, andere munkeln natürlich mit 2022. Ich glaube, 2022 ist das Jahr für XRP und auch für Ripple. Und wir wissen ja, dass auch hier im Hintergrund der Zahlungsverkehr trotzdem fortgeschritten wird, trotzdem neue Banken kamen. Und es ist natürlich auch hier ein neues Zahlungssystem möglich, denn es kann nicht sein, dass ich heute 1 Million Euro nach Amerika in den Dollar mit hinüber überweis. Diese Transaktion erfordert ganz viel Papierkram, dauert bis zu einer Woche die Überweisungsstatus und haben natürlich erhebliche Kosten. Und das konnte hier Ripple bzw. auch mit ihren XRP revolutionieren. Bis zu 3 Sekunden kann es dauern, dass das Geld von A nach B, egal in was für einer Teil der Welt, verschickt wird. Und die Kosten sind so gering, dass man das täglich machen könnte. Und dieser Zahlungsverkehr sollte hier revolutioniert werden. Und das hat auch hier Ripple richtig gut gemacht. Denn die lernen bereits mit den Bankassistenten hier eine schöne Maske zu integrieren, das RippleNet, oder gibt es hier andere Möglichkeiten noch, und dass man hier als Bankbeamter ganz schnell überweisen kann und im Hintergrund sollte der Token XRP verwendet werden. Und das Potenzial natürlich über das RippleNet ist ganz, ganz groß und das haben hier Brad Gellinghaus, der CEO von Ripple, hat das so gut gemacht, dass er hier immer die großen Banken ins Geschäft geholt hat. Ich glaube, es sind jetzt über 200, 300 Banken
Und wenn diese Klage weg ist, bin ich überzeugt davon, dass der Kurssprung, den was wir ja schon lange warten, auf alle Fälle erheblich sein wird. Und wenn es hier erheblich heißt, dann meine ich hier nicht um 10 oder 20 Cent, sondern mindestens das Allzeithoch. Und wenn man sich etwas beschäftigt hat mit XRP und Ripple, war das Allzeithoch bei 3,50 Dollar und jetzt stehen wir hier bei 86 Cent. Also, wenn Goldman Sachs ja hier etwas prognostizieren und die lassen sich nicht leicht aus der Reserve locken, dann kann man hier einen großen Kursanstieg erwarten. Würde ich jetzt schon investieren, das fragen immer viele. Ich bin schon lange investiert und ich habe damals schon viel zu teuer gekauft, aber mein Durchschnittswert ist um einiges gesunken. Meinen ersten XRP habe ich gekauft bei 1,40 Dollar, weil ich geglaubt habe, das ist eigentlich der Boden, weil das Allzeithoch waren damals 3,50 Dollar. Und vor, glaube ich, einem halben Jahr habe ich ihn das erste Mal mit Gewinn ausgestoßen. Und ja, das war eigentlich einer der ersten Coins, wo wir so mit investiert haben. Und das war richtig spannend. Da war unser zweiter Kollege noch mit dabei. Und das hat mich natürlich auch sehr gefreut. Jeden Tag haben wir gezittert. Hoffentlich steigt er nochmal und dann geht es immer weiter hinunter. Aber das ist ja natürlich so am Kryptomarkt, wenn man hier ein paar Lernschwierigkeiten hat. Und vielleicht ist es auch der eine oder andere, der hier vielleicht in den Kryptomarkt einsteigen will. Deshalb würde ich unbedingt empfehlen, unseren Memberbereich zu besuchen. Und ich kann euch ja sagen, ab April gibt es ganz eine große Aktion. Aber wir haben erst heute den März. Und deshalb verrate ich Sie am 1. April, was auf euch zukommt. Nicht nur ein Gewinnspiel mit diesen Tassen, sondern auch da wird es im Memberbereich etwas geben. Auch unsere bestehenden Männer haben wir uns erlaubt, bis 30. oder 31.03.2023 kostenlos zu verlängern, den Memberbereich. Und deshalb will ich dir jetzt schon raten, 1. April, schreib dir das hinter die Ohren, genau, besonders auch für Neue, die sich im Bereich Kryptomarkt oder wie man sich überhaupt anmeldet, noch gar nicht auskennen. Und eines kann ich euch da draußen sagen, ihr seid viel zu jung, um euch nicht mit dem Kryptomarkt zu beschäftigen. Das ist so. Und wenn ich das sage, dann sollte das auch so sein. Ja, also Goldman Sachs ist ein ganz ein wichtiger Punkt und ich würde auch sagen, dass man hier vielleicht den einen oder anderen Coin etwas im Auge behält, denn es sollte auch im Juni ein Update bei Ethereum 2.0 kommen. Natürlich auch NFTs, wir werden auch hier eine Sondersendung bereits auf die Beine zu stellen. NFT ist ganz ein wichtiger Punkt, vielleicht in Zukunft auch das dezentrale Netzwerk und ich kann mir jetzt schon gut vorstellen, dass es wieder 2022 ganz große Hypes gibt. Und natürlich auch wieder einige Verluste, wenn es wieder großartige Rücksetzer gibt. Ich traue mir hier noch nicht sagen, sollte hier der Bitcoin natürlich über 50.000 Dollar sein, kann es sein, dass unsere Gefühle wieder freien Lauf sind und hier wieder frei investiert wird. Die 45.000 Dollar hat er ganz schnell überwunden, letzte Woche auch die 40.000 Dollar. Und jetzt ist er wirklich am Weg in die 50.000 Dollar und am Mittwoch, wenn wir hier so einen Kurs sehen, es kann natürlich hier wieder Rücksetzer geben, brauchen wir auch gar nicht großartig verbergen, aber es könnte auch richtig spannend werden und deshalb würde ich sagen, am Freitag unbedingt einschalten. Am Freitag habe ich auch dann der 1. April, vielleicht habe ich dann den einen oder anderen April-Scherz. Ja, ganz ein wichtiger Punkt ist es natürlich auch, den Gewinner zu ermitteln für unsere Blockchain-Brothers-Tasse und einer, der immer brav mitkommentiert und den werden wir uns jetzt auch suchen. Das ist, ich kann das leider hier das Gewinnspiel nicht offiziell machen, weil das ruckt immer so und dann sieht das immer blöd aus. Annika Bisco, Martin Hain, Daniela Leschka, Paula 2327 und der Gewinner ist Philipp Renzel. Philipp Renzel, dir wünschen wir alles Gute für diese Tasse. Bitte schick uns an bb@blockchainbrothers.at deine Adresse und dann schicken wir dir eine gefüllte Tasse, ne, gefüllt vielleicht nicht, aber du kannst die selber füllen mit dem Blockchain-Brothers und wenn du uns dann noch ein Foto schickst, wäre das gut für uns. Ja, ich würde sagen, das war's von meiner Seite. Es war richtig spannend heute und ich glaube auch die Kurse dürften sich hier normalisieren in Richtung 50.000 und ich hoffe, ihr konntet mit diesem Input heute etwas ja, anfangen und lasst mir noch ein paar Kommentare da fürs nächste Gewinnspiel. Sonst würde ich sagen, danke, auf Wiedersehen und goodbye.